Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Plants vs. Zombies. Wir machen Level 1.17 und was? Spiele mit höchstens 14 Pflanzen zur selben Zeit. Was ist denn das für eine Regel? Die ist ja komplett beschissen. Wie kann ich das? Ich brauche doch Sonne und. Okay, wir haben keinen Pharao. Das ist schon mal ein Vorteil. Aber 14, also wir haben 5 Lanes, das heißt, ich darf 2 volle Lanes und eine mit maximalen. Oh, schwierig. Okay, aber wir probieren unser Bestes. Aber ich denke, wenn wir dann irgendwann auch den Laser drin haben, dann sollte das eigentlich. Wir könnten natürlich auch komplett mit Kirschen, aber die haben wir noch nicht. Ich nehme trotzdem mal unsere Standard-Combo wieder rein. Ich habe echt Angst bei dem Level. Okay, schauen wir mal. 13 übrig. Ach, danke. Wie er halt noch einen Counter mit einbaut. Ich meine, die Drachen können natürlich auch schon recht viel lösen. Okay, den setzen wir mal hier rein. Wer kommt auf so eine Level-Idee? Aber ich denke, da würde ich dann einfach ersetzen müssen. Mit der Zeit, dass ich sage, okay, ich nehme wirklich nur die hinteren drei rein. Und sichere mir das irgendwie ab. Jetzt kommen sie oben auch noch. Ja, komm, alles, hau alles rein. Ich brauche Sonne. Und da unten kommt Camelflage. Oh, really? Okay. Da brauche ich auf jeden Fall einen Laser jetzt. Schon mal. Und hier setzen wir mal den entsprechend ein. Ich darf noch drei Pflanzen aufstellen. Okay. Ach, shit. Ich habe an Opa nicht gedacht. Mist, da hätte ich mir noch einen Easy reinnehmen müssen. Hilft der was gegen ihn? Ich glaube, der verbrennt die. Einfach nur. Okay, ich kann noch mal einen Laser aufbauen. Dann machen wir doch das mal. Und hier noch mal einen Schutz rein. Okay, ich denke, es wird drauf rauslaufen, dass wir Laser und Schutz machen, oder? Sieht echt so ein bisschen danach aus. Da können wir auch noch einen Laser reinmachen. Okay, aber Gott sei Dank sind sie recht einfach gestrickt. Unsere lieben Zombies. Ich darf kein weiteres aufbauen. Dann nehme ich den hier schon mal wieder raus. Weil ich glaube, jetzt brauche ich dann gleich in der einen Reihe. Hier brauchen wir auf jeden Fall auch noch Laser. Danke für die Pflanze, aber hier brauche ich einen Schutz. So, und den ersetzen wir auch durch einen Laser, glaube ich. Reicht's mir? Ja, reicht mir. Und ich befürchte leider auch, dass ich die gleich einsetzen muss. Nein! Okay, hier machen wir einmal den großen Angriff. Hier setzen wir uns einen extra rein. Oh, ja, ihr wollt mir verkaufen. Ich habe verstanden. Vor dem Professor habe ich eher am meisten Angst irgendwie. Ich darf keine mehr aufbauen. Ich glaube, es wird irgendwann drauf rauslaufen, dass man einfach genügend Kohle hat. Oder dass ich ihn jetzt einfach hier nerv mit
Ja, ich weiß. Aber ich glaube, wenn wir das jetzt geschafft haben... Okay, oben haben wir schon mal. Das heißt... Oh, nein! Okay, ich hätte es ganz knapp geschafft. Das kann ich nicht so stehen lassen. Ich Trottel. Ja, ich hab's verstanden. Spiele nur mit 14. Ah, ja. Ich bin so ein Vollhunk. Okay, aber dieses Mal wissen wir, Bodenkrabbler bringt gar nichts. Sondern wir nehmen stattdessen Ace für den Professor mit rein. Aber die Taktik ging soweit eigentlich auf, oder? Habe ich das so das Gefühl? Also, einmal das. Obwohl ich immer noch denke, Mais ist eigentlich besser. Aber okay. Drache. Vielleicht habe ich dieses Mal die Chance, den Drachen noch aufzubauen. Drache müsste eigentlich besser sein als Laser, oder? Egal. Wir probieren es nochmal. Und ab geht die wilde Reise wieder. Dass ich sage, ich mache hier drei Drachen, die mir das Ganze ein bisschen schützen. Oben und unten. Oh, ich kann da noch einen aufbauen. Okay, noch einmal. Danke, da kommt schon. Dann können wir hier gleich Mais aufbauen. Und ich hoffe, dass ich dieses Mal nicht so blöd bin wie beim letzten Mal. Ich war einen Gegner da davor. So, hier auch nochmal Mais. Bauen nochmal eine Sonne. So, können wir schon irgendeinen coolen aufbauen? Ja. Wobei ich vor denen eigentlich echt Angst habe, vor dem Drachen. Ich glaube, ich baue doch lieber einen Laser auf. Und jetzt bräuchte ich den natürlich auch unten, den Laser. Schrott. Kommt noch einmal. Danke, jetzt kann ich hier arbeiten. Dann ersetzen wir den oben. Nochmal Laser. Ja, komm. Hier einmal rein. Nein, ich brauche dafür gar keine Sonne, um den zu pflanzen, sondern den eisen wir einfach nur ein. So, hier auch einmal ersetzen. Dankeschön. Wie viel darf ich noch bauen? Drei Stück. Was? Okay, sieht alles sehr, sehr gut aus. Wir bekommen auch gleich nochmal hier ein bisschen Dünger. Damit können wir eine komplette Lane weghauen. Den ersetze ich auch durch einen Laser. Das werden wir auch gleich brauchen. Hier brauchen wir einmal die Pflanze. Nein! Ah, es war klar. So, der Pharao da unten tut blöd. Okay. Kriegen wir die weg. Ich bräuchte einen Steini. Okay, wir machen den hier einmal weg. Oh, das war so klar. So, da gibt's... Nein! Okay, ich muss wieder investieren. So, hier noch einmal. Ich habe noch zwei Pflanzen übrig.
Die oberen brauchen wir eigentlich nicht. Aber ich kann einmal einäsen hier. So, sieht gut aus. Klappt alles. Den eisen wir nochmal ein. Ich darf noch zwei Pflanzen aufstellen. Dann machen wir hier ein bisschen Seitenangriff. Die hier ersetzen wir auch. So, habe ich es geschafft? Jawohl! Ich darf einmal mehr Dünger aufbauen. Ein super Teil, wenn es im Endlosbereich drin ist. Yep, haben wir geschafft. Dafür gibt es auch den Erfolg. Dankeschön. Noch keine Belohnung. Aber schauen wir hier auch noch in unseren Zen-Garten, weil da können wir jetzt ein neues Feld kaufen. So, gleich investieren. Yep, hau rein. Und hier setzen wir einen Sprössling rein, den wir natürlich nie brauchen würden. Toll, so klasse. Und unsere Biene kann auch mal wieder arbeiten. Ja, dann danke ich dir vielmals fürs Zuschauen. Das war die Runde 1.17, glaube ich. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde. Da geht es dann weiter hier bei Plants vs. Zombies Teil 2. Bis dann, ciao, ciao.